Ich war gerade bei der Polizei, habe Anzeige erstattet. Die werden jetzt die Überwachungskameras auswerten. Ich will den Täter finden, weil ich habe eine Vermutung. Das ist der ärgste Plot-Twist meines Lebens. Was? Yeah. Freestyle Malenchi. Okay. Anatolik. Zum ersten Mal sahen wir uns auf TikTok, yeah. Ich hab mich sofort verliebt, ein Duett zu deinem Song gemacht. Und du hast zurück duettet. Yeah. Das erste Mal sind wir uns in Berlin. Ich hab mich sofort verliebt. Ich hab mich gar nicht sofort verliebt. Jeden Tag telefonierten wir bis um vier. Yeah. Yeah, yeah. Ein Antrag habe ich bekommen im Radio. Ich war so in meinem Film. Ich habe eure Geschichte vor meinen Augen so durchspielen lassen. Ich habe gedacht am Anfang, es geht um uns zwar. Also ich habe geheult kurzzeitig. Ja, same. Nochmal? Nein. Das war gut genug. Das war gut genug, mein Mensch. First try, viel gut. First try. Ich habe jetzt ein Postfach. Was, warum? Dass die Leute Zigaretten schicken. Drogen? No. Shampoo? Yeah, no. Gestern im Livestream hat wer gefragt, kann ich dir einen Brief schicken? Und ich habe mir gedacht, ja, viel cool. Wäre doch funny, im Video auszupacken. Da habe ich gesagt, schreib mir auf Insta. Und da habe ich Adresse hingeschickt. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ich bin so nett und gebe euch allen die Adresse, damit ihr mir alle was zuschicken könnt. Und beim Management war es sehr wichtig zu sagen, dass das nicht meine Adresse ist, sondern dass die Briefe vor mir kriegen. Also, dass man da Ding und Blödsinn hinschickt. Zum Beispiel Drogen. Das wäre richtig blöd. Wäre einfach irgendwas, was funny wäre, wäre doch funny, oder? Du so, Zigaretten sind funny, oder? Ja, also wer Bock hat, schickt mir gerne Zigaretten. Kann man gerne einen Brief schicken an die Adresse. Und Tabak und Papes reichen. Kurzes Statement, sie raucht nicht. Also rauchen ist echt schlimm, Kinder. Ich habe nicht einmal im Leben bei einer Zigarette angezogen. Ich auch nicht. Nicht einmal. Ja. Yeah. Schickst mir gerne Geschenke. Na, wirklich keine großen Sachen oder so, sondern einfach irgendwas. Einfach gut. Einfach gutes Geld. Spaß, ich muss wirklich sagen, dass das Spaß. Ich sage, warte, du musst sagen, was da drauf einfällt. Mhm. Summertime. Anatolik. Oh. Sad, ne? YouTube. Meine. Instagram. Gehst du noch aufs Geld, okay? Ich hab aufhören. Ich war gerade bei der Polizei, hab Anzeige erstattet. Ja. Ich weiß nicht, warum ich so glücklich bin drüber. Ich bin nur hin mit der Erwartung, dass das keinen interessiert. Ich meine, mit schlimmeren Sachen zu kämpfen. Ich bin hin, hab gesagt, meine Bankomatkarte ist gestohlen worden und die haben das komplett ernst genommen. Die werden jetzt die Überwachungskameras auswerten. Da. Was? Ja. Und ich so, danke. Wie gegangen bin, vielen Dank. Sandra, wo mit Erwartung zur Polizei geht, dass sie mich ernst nehmen, die ist zur Polizei. Das ist die Song, sorry, wir können dir helfen. Sorry. Und dass sie da wirklich nachgehen, wer die gestohlen hat, weil das ist ja total spannend. Vielleicht haben sie einfach nicht gewusst, wie viel Geld um war. Doch, ich hab's dann aufgeklärt. Wie viel war um? Wir haben 15 Mal nachrechnen müssen, weil wir uns die ganze Zeit verrechnet haben. Hast du mit der Polizei jetzt ausgerechnet? Ja, er hat gerechnet, ich hab kontrolliert. Oh nein, wieso kontrolliert? Weißt du, wie das geht? Ich hab keine Ahnung. Mir geht's aber ums Prinzip, ich will den Täter finden, weil ich habe eine Vermutung, dass es der Mann war, dem ich geholfen habe auf der Straße. Das ist der ärgste Plot-Twist meines Lebens. Weiß der Vlog überhaupt, was passiert ist auf der Straße? Soll ich es nochmal zusammenfassen? Ich würde es eher nachstellen. Kannst du die Balken so? Hey, da liegt wer auf der Straße. Fuck, soll ich die Rettung rufen? Nein. Du musst ja sagen. Ja. 144, oder? Hm. Es ist wirklich so passiert. Chris Gott will nichts spricht. Da liegt der Mann auf der Straße. Lebt der Mann? Bin mir nicht sicher. Bin ich jetzt wieder der Taxifahrer? Können wir nicht einfach das spielen, wo du hingehst? Ja, okay. Was passiert ist, ist eine schwierige Frage. Er sieht sich so dort liegen, aber mit ein bisschen mehr Bewegung. Ja, genau so. Und dann haben wir geschaut, ob er noch lebt. Wieso schaust du, ob er noch lebt, wenn er sich bewegt? Ich bin gerade so. Ja. Ich weiß aber nicht so genau. Oh mein Gott. Tanner dann gleich mal so, wir brauchen einen Mundsmund. Ja. Er hat einfach einen Schnauzer gehabt, sie so, das muss Mund zu Mund. Au, mir tut alles so weh. Na, das hat er nicht gesagt, es hat nämlich nichts weh, dann hat generell gejammert übers Leben. Boah, mein Leben ist so scheiße. Mhm. Und dann war so ein Mann, der hat gesagt, irgendwann sterben wir alle mal. Und ich glaube, in der Zeit, wo ich so abgelenkt war von dem Mann, hat mir vielleicht der andere Mann
Das gehört auch schon rausgenommen. Vielleicht waren es Trickbetrüger. Ah, dass beide zusammengeholfen haben. Ja. Und stell dir vor, wir haben dann einfach auf die Bankmarke geschaut und das waren nur 110 Euro. Das teilt sich nicht mehr aus, so als wenn es Schauspieler sich irgendwo anders machen. Also, wenn es Trickbetrüger waren, waren das die besten Schauspieler, die ich je gesehen habe. Mein Polizist hat mit mir geflirtet. Ja, nämlich, was du denn gesagt hast? Auf Wiedersehen. Auf ein Wiedersehen. Und er hat ihr seine E-Mail gegeben. Und die ist zwar @polizei-gv.at, aber sein Name ist vorher drauf. Da liegt so einer Dude auf dem Posten. Wir haben da eine E-Mail gekriegt, Anzeige. Hannah Tullnick, hi, wie geht's? Am Ende so LG Hannah Tullnick und dann nur so ein Foto im Anhang. Er hat mich nur zum Ausgang begleitet, zwischen den Sträflingen hindurch. Also, zwischen den Sträflingen, was im Gefängnis. Und wie verbleibt ihr jetzt? Ja, wir hören uns auf jeden Fall wieder. Wann da wieder irgendein Scheiß passiert, dass ich ein Bankomat kommt. Hat er gesagt, ich soll ihm nochmal schreiben. Mit den Daten von der Anzeige, Hanna. Ja. Yeah. Du musst zwischen den Zeilen lesen. Das ist unsere Love Story. Love Story. Yeah. War das gut? Wenn du schaust, dann hast du was zu basteln, dann bist du der absolute King.